Leute, heute springen wir ein Jahrzehnt zurück und heute spreche ich über meine größten Styling-Fehler, die ich gemacht habe. Ja Leute, ich habe meine Festplatte durchforstet und mir sind so viele Fehler aufgefallen, dass ich gesagt habe, weißt du was, Daniel, ich kann daraus sogar zwei Videos machen. Heute gibt es das erste dazu und ich will nicht lange schnacken, sondern wir starten direkt mit Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 1, zu große Kleidung. Leute, ich hatte einfach nicht passende Kleidung an. Sieht man jetzt zum Beispiel auf dem Bild, das Oberteil ist viel zu groß, die Hose ein bisschen zu groß, hat alles nicht so richtig gepasst. Das Outfit hatte ich dann auch bei YouTube Secret Talent an, 2006 oder 2007. Lang ist es her, aber da sieht man einfach, das hat nicht gepasst. Das Oberteil ist zu lang, an den Ärmeln ist das Ganze zu lang. Ich hätte mir einfach passend sitzende Klamotten kaufen können. Dann hätte das Outfit auch für wesentlich besser ausgesehen. Auch beim Anzug, Hose zu lang, Jackett an den Schultern viel zu groß. Und das sieht einfach nicht gut aus. Auch bei den Sommerklamotten hier in Shorts und T-Shirt. Klar trägt man das im Sommer auch ein bisschen lockerer, man kann auch Oversize tragen. Aber bei mir war es tatsächlich so, ich habe den Fehler begangen und habe Kleidung getragen, die mir einfach nicht gepasst hat. Zweiter Fehler, nicht altersgerecht gekleidet. Leute, irgendwie ist es immer so, man will gerade das, was man gerade nicht hat. Wenn man jung ist, will man älter sein. Wenn man alt ist, will man jung sein. Und ich war gerade 18 Jahre alt, ja, und wollte natürlich irgendwie ein bisschen älter, erwachsener rüberkommen. Und was macht man da? Da zieht man sich so an, als wäre man erwachsen. Ja, ich habe dann irgendwie Pullover mit Hemd angezogen, mit Kalli hier zusammen. Leute, ich war gerade 18 Jahre alt. Das hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Ganz einfach. Vielleicht kennt jemand den Kicker noch, Dirk Lottner. Auch da das gleiche Outfit. Das sieht einfach nicht passend zu mir aus. Silvester, ich weiß nicht, ob 2006, 2007 oder sowas. Da das gleiche in grün. Ich hatte ein Pullover an, darunter ein Hemd und darüber dann noch ein Jackett gezogen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber das hat einfach nicht zu mir und meinem Alter gepasst. Gleiches wäre, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Mitte 50 bist und irgendwie Supreme-Klamotten trägst mit so fetten Logos drauf. Da denkt man auch, hat der irgendwie eine Midlife-Crisis oder so. Also man sollte sich schon irgendwie so ein bisschen altersgerecht kleiden. Das sollte man auch vielleicht im Hinterkopf haben, denn ansonsten wirkt das einfach ein bisschen strange. Dritter Fehler, ich habe Brillen aufgesetzt, die mir ganz sicher nicht gepasst haben. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht mal, was ich für eine Gesichtsform habe und welche Brillen zu mir passen und welche Brillen ich tragen könnte. Ich habe einfach irgendwelche Brillen aufgesetzt. Und Leute, man sieht es, also die Brillen haben in keinster Form irgendwie gepasst. Die waren zu klein, haben nicht auf meinen Kopf gepasst. Von daher, wenn du dir eine neue Brille kaufst, ja, schau erstmal, was für eine Kopfform du hast und schau dann, welche Brille auf diese Kopfform passt und achte darauf, dass die Brille dir auch auf jeden Fall passt. Denn das habe ich damals leider Gottes nicht gemacht. Vierter Fehler, Print-T-Shirts. Print-T-Shirts waren, glaube ich, genauso in wie der Mittelscheitel im letzten Jahr. Also, Leute, Wahnsinn. Ich hatte Print-T-Shirts en masse, ja, in verschiedensten Kombinationen. Hauptsache, es war ein Print drauf und habe die auch ständig getragen. Und wenn man sich das heutzutage, die Bilder so anschaut, wie das damals aussah, dann denkt man sich auch, was hat einen damals da geritten? Aber ich glaube, wenn man jetzt 10 Jahre weiterdenkt und wieder zurückblickt, dann hat man irgendwie das Gleiche in grün wahrscheinlich. Und dann denkt man wahrscheinlich auch, was hat man da eigentlich getragen? Aber Print-T-Shirts waren tatsächlich in und ich hatte da eine Vielzahl von und habe die natürlich auch ständig getragen. Wenn man sich das heutzutage anschaut, wie gesagt, dann kann man irgendwie nur ein bisschen den Kopf schütteln. Wenn ich mir die Bilder im Nachhinein so betrachte, dann hätte ich mir einfach gewünscht, dass irgendjemand mich darauf hingewiesen hätte und mir gesagt hätte, Daniel, hey, guck mal, vielleicht kannst du das oder das an deinem Outfit besser machen. Leute, jetzt mache ich das für euch, damit ihr die Fehler nicht nochmal begeht, die ich damals gemacht habe. Aber eins kann ich euch sagen, mir hätte damals so eine Richtlinie auf jeden Fall ebenfalls gut geholfen. Und der Men's Style Guide, das ist ein E-Book, der gibt dir einfach so ein paar Guidelines mit an die Hand und zeigt dir, was man machen kann und was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% auf dieses E-Book, kannst du ganz einfach aufs Handy runterladen. Check das auf jeden Fall mal aus. Somit bleibst du auf jeden Fall von einigen Fehlern verschont, die ich damals gemacht habe. Fünfter Styling-Fehler, zu tiefe Ausschnitte. Das war damals genauso in wie die Print-T-Shirts. Man hat einfach so richtige tiefe V-Necks gehabt und teilweise auch richtige diepe O-Necks. Und man hat teilweise sogar schon die Nippel gesehen. Und das war wirklich nicht mehr schön. Und wenn ich mich jetzt so hier hinsetze und darüber spreche, dass man damals einfach als Mann zu tiefe Ausschnitte getragen hat, dann ist das irgendwie schon ein bisschen komisch, muss man sagen. Aber Leute, was soll ich sagen? Ja, es war damals so, man hat einfach zu tiefe Ausschnitte getragen, ob als T-Shirt oder auch als Hemd aufgeknüpft oder ein Henley. Es war einfach alles viel zu tief mit den Ausschnitten und das würde ich heute ganz sicher nicht nochmal so machen. Nächster Styling-Fehler, zu viele Accessoires. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, aber ich hatte irgendwie so den Gedanken, umso mehr Accessoires ich trage, umso cooler bin ich. Ja? Aber das war absolut nicht der Fall. Wie man hier zum Beispiel sehen kann, ich hatte Armbänder um, Ketten um und davon nicht nur eine, sondern sogar zwei. Ja, ein Rosenkranz, zwei Rosenkranz.
Rosenkränze, bestenfalls auch noch Ohrringe mit dazu. Hier dieses Bild zum Beispiel, Ohrringe, Sonnenbrille und zwei Ketten nochmal um. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage das Leute immer noch machen. Die bestücken sich irgendwie mit so viel Schmuck, weil sie denken, dass es super cool ist. Aber weniger ist tatsächlich oftmals viel, viel mehr, gerade auch beim Thema Accessoires, weil zum Beispiel eine schöne, schlichte Uhr oder ein Accessoire kann das Outfit wirklich schon enorm aufwerten. Und es braucht nicht viel, sondern es muss nur hochwertig und passend sein. Das reicht am Ende des Tages vollkommen aus. Und ich habe es damals einfach schlicht und weg einfach übertrieben. Ja, was soll ich sagen? Da wollte der Korte einfach zu viel. Letzter Stylingfehler für das heutige Video und zwar komische Schals. Ja, man hat damals irgendwie so komische, leichte Schals getragen und die hat man sich einfach nur so ein bisschen umgehängt und hat gedacht, das ist super cool. Die hatten auch keine Funktion oder so. Also man hätte ja vielleicht noch denken können, okay, man hat den irgendwie umgehabt, damit man irgendwie einen warmen Hals hat oder so. Aber nein, man hat einfach gedacht, das ist cool, hat sich solche leichten Schals umgehängt und das am besten auch noch in Kombination mit einem tiefen Ausschnitt. Da hat man zwei Stylingfehler nochmal miteinander kombiniert. Ja, was soll ich sagen? Macht es lieber nicht. Leute, im Nachhinein betrachtet, macht es auch immer wieder Spaß, auch mal eine kleine Zeitreise zu machen. Auch für mich persönlich ist echt ganz cool. Kann ich euch auch mal wärmstens ans Herz legen. Schaut euch mal Bilder von früher an, wie ihr da so aussah. Es ist echt witzig und amüsant und da kommen echt teilweise interessante und auch schöne Erinnerungen hoch. Das nächste Video zum Thema Stylingfehler ist in Mache. Kommt bald raus. Schaut euch das auf jeden Fall auch an. Da wird es ebenfalls lustig und interessant. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, dass ich euch mit diesem Video vor einigen Stylingfehlern bewahrt habe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.